Es ist das Sommermärchen 2006. Ganz Deutschland ist im Fußballfieber. Die WM wird hier bei uns im eigenen Land ausgetragen. Doch das Sommermärchen sollte sich für Frauke Liebs Familie und Freunde zum absoluten Albtraum entwickeln. Am 20. Juni verschwindet die 21-jährige Frauke spurlos. Zuvor hatte sie sich ein Fußballspiel zusammen mit ihrer Freundin angeschaut. Dies ist einer der mysteriösesten Mordfälle Deutschlands, der bis heute nicht aufgeklärt werden konnte. Und damit mal wieder hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Den Fall, den ich heute für euch habe, da muss ich ehrlich sagen, habe ich mich erstmal vorgedrückt, den zu machen. Aber ein Kumpel, der liegt mir schon seit Monaten damit in den Ohren und sagt immer wieder, mach den, Jesse, mach den Frauke Liebs Fall. Und da habe ich gesagt, okay, du setzt dich jetzt mal hin und fängst an zu recherchieren. Und ich muss sagen, das war bis jetzt, glaube ich, wirklich das Aufwendigste, was die Recherche betrifft. Ich hoffe, ich kann es euch einigermaßen gut rüberbringen. Also falls ihr trotzdem irgendwelche Fehler findet, schreibt es mir hier gerne unten in die Kommentare. Ich selber verfolge diesen Fall auch schon seit 2006, wo das Ganze passiert ist. Ich meine, ich werde mit diesem Video jetzt wahrscheinlich nichts groß erreichen können. Ich bin ja auch noch sehr klein hier bei YouTube. Aber mir geht es darum, dass dieser Fall einfach nicht in Vergessenheit gerät. Und ich weiß, ich habe auch ein paar Zuschauer aus dem Raum Paderborn, Kreis Lippe, Kreis Höxter halt, wo sich das alles abgespielt hat. Und ja, wie gesagt, wenn euch irgendwas auffällt, was ich falsch dargestellt habe, immer rein damit in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mal direkt ins Video rein. Vielleicht könnt ihr euch noch an den Sommer 2006 erinnern. Es war Weltmeisterschaft hier bei uns in Deutschland. Es war ein richtig schöner, warmer Sommer. Alle waren im Fußballfieber, überall gab es Public Viewings und die Leute waren alle richtig gut gelaunt. So auch Frauke Liebs. Am 20. Juni 2006 läuft das Spiel England gegen Schweden. Die 21-jährige Frauke Liebs sitzt mit ihrer Freundin Isabella in einem Irish Pub in der Paderborner Innenstadt und sie schauen sich gemeinsam das Spiel an. Frauke, die am 21. Februar 1985 geboren wurde, stammt eigentlich aus Lübbecke. Für ihre Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin in einem Paderborner Krankenhaus ist sie dann nach Paderborn gezogen. In Paderborn wohnt Frauke mit ihrem Ex-Freund Christos zusammen. Ich werde ihn jetzt hier im Video Chris nennen, weil ihn eigentlich alle immer nur Chris genannt haben. Sie wohnen also zusammen so WG-mäßig in einer Wohnung in Paderborn. Die beiden sind schon einige Zeit getrennt. Chris hatte wohl auch nach der Trennung wieder andere Frauen kennengelernt und Frauke auch andere Männer. So war es für beide okay. Sie verstanden sich immer noch sehr gut auf freundschaftlicher Ebene und lebten sozusagen in einer WG zusammen. Für Frauke war das sehr angenehm. Sie wollte nicht unbedingt in ein Schwesternwohnheim ziehen. Doch zurück zum Abend des 20. Juni 2006. Frauke und ihre Freundin Isabella sind in diesem Irish Pub in der Paderborner Innenstadt. Frauke schreibt die ganze Zeit SMS mit Isabellas besten Kumpel Nils. Irgendwann ist dann aber ihr Handy-Akku leer, sodass sie sich Isabellas Handy-Akku leiht, um weiterschreiben zu können. Vielleicht erinnert ihr euch damals bei den alten Nokia-Handys, da konnte man den Akku einfach austauschen. Und ja, genauso haben die beiden das dann auch gemacht. Nils kennt sie erst seit ein paar Wochen, aber die beiden verstehen sich auf freundschaftlicher Ebene ziemlich gut. Als das Spiel zu Ende ist, verabschiedet sich Frauke von Isabella. Sie will nach Hause gehen. Gegen 23 Uhr verließ Frauke dann das Irish Pub. Ihre Wohnung liegt ca. 1,5 Kilometer entfernt vom Pub und die Ermittler gehen später davon aus, dass sie sich wohl zu Fuß auf den Weg gemacht hat, weil sie auch nur noch 5 Euro im Portemonnaie mit dabei hatte. Dies konnte aber auch nie richtig bestätigt werden, weil es gab keine Zeugen, die sie gesehen haben und ja, beim Irish Pub verliert sich die Spur von Frauke. Chris, ihr Ex-Freund und Mitbewohner, hatte sich an dem Tag ihren Schlüssel geliehen. Er musste Frauke also in die Wohnung lassen, ihr die Tür aufmachen. Um 0.49 Uhr erhielt Chris eine SMS von Frauke. Komme später. Das Spiel war lustig. Nicht gegen England. HDGDL. Bis später.
Sie hatten vorher darüber gesprochen, dass Deutschland eventuell gegen England spielen muss. Frauke hoffte, dass Deutschland nicht gegen England spielen muss. Deswegen schrieb sie nicht gegen England. Chris legte sich daraufhin in sein Zimmer und schaute Fernsehen. Er wollte warten, bis Frauke nach Hause kommt, hatte Angst einzuschlafen, weil er dann eventuell die Türklingel nicht hören würde. Als Chris dann aber doch fast einschlief, rief er sie nochmal auf ihrem Handy an, doch Fraukes Handy war ausgeschaltet. Er dachte sich, dass eventuell ihr Akku leer ist. Er ließ dann seine Zimmertür auf, damit er auf jeden Fall das Klingeln hört, dann ist er eingeschlafen. Es klingelte in dieser Nacht nicht an der Tür. Frauke ist nicht nach Hause gekommen. Ihre SMS wurde später lokalisiert. Sie kam aus Nieheim-Entrup, 38 Kilometer von Paderborn entfernt. Am 21. Juni tauchte Frauke nicht in der Schule auf. Sie ging zusammen mit ihrer Freundin Isabella, mit der sie ja am Abend zuvor das Fußballspiel im Irish Pub geschaut hatte, zur Krankenpflegeschule in Paderborn. Isabella hatte sofort ein komisches Bauchgefühl und nach der ersten Stunde fragte sie dann auch nach, ob Frauke sich krank gemeldet hätte. Als das aber nicht der Fall war, rief Isabella sofort bei Chris an und erzählte, dass Frauke nicht in der Schule aufgetaucht ist. Chris hatte zu dem Zeitpunkt noch geschlafen, schaute aber gleich in Fraukes Zimmer. Das Bett war noch so gemacht wie am Tag davor und das Zimmer war unverändert. Daraufhin rief er sofort Fraukes Mutter an. Ingrid Liebs, Fraukes Mutter, wohnt in Lübbecke, circa 84 Kilometer von Paderborn entfernt. Frauke hatte noch zwei Geschwister, ihren älteren Bruder Frank und eine jüngere Schwester namens Karen. Ingrid Liebs war Lehrerin. Alle aus ihrer Familie machten sich sofort Sorgen, als sie am 21. Juni den Anruf von Chris bekamen. Alle fingen sofort an, herumzutelefonieren, um irgendwie herauszubekommen, wo Frauke ist. Es wurden Krankenhäuser angerufen, Freunde und Chris ist sogar durch Paderborn gefahren, in der Hoffnung, dass er Frauke irgendwo findet. Doch keine Spur. Fraukes Mutter macht schließlich eine Vermisstenanzeige bei der Polizei. Schnell spricht sich in Paderborn herum, dass eine junge Frau vermisst wird. Natürlich versuchen auch alle immer wieder auf Fraukes Handy anzurufen, doch das ist die ganze Zeit ausgeschaltet. Zwei Tage nach ihrem Verschwinden trifft sich ihre gesamte Schulklasse, um Flugblätter zu drucken und diese auch zu verteilen. Am 22. Juni um 22.25 Uhr klingelte Chris Handy. Frauke war dran. Hallo Christus, ich wollte sagen, dass es mir gut geht und dass ich bald nach Hause komme. Chris, hi, wo bist du? Wann kommst du nach Hause? Frauke, sage Mama und Papa und den anderen Bescheid. Dann wurde das Gespräch beendet. Chris fiel im Nachhinein auf, dass sie ihn Christus genannt hatte. Das machte sie sonst nie. Außerdem klang sie irgendwie müde und gestresst. Chris war aber erstmal richtig froh und erleichtert, dass er ein Lebenszeichen von Frauke bekommen hat. Auch wenn das Gespräch irgendwie seltsam war. Die Ermittlungen der Polizei gingen nicht richtig voran. Sie leiteten nun eine Ermittlung wegen Verdacht auf Geiselnahme ein. Dadurch durften sie die Telefonverbindungen von Frauke überwachen. Mithören konnten sie die Gespräche nicht. Sie konnten lediglich das Handy orten und die Daten sichern, also wann und wie lange ein Anruf stattfand. Schnell hatte die Polizei herausgefunden, dass der Anruf aus Hövelhof, 17 Kilometer von Paderborn entfernt, kam. Am 23. Juni um 23.04 Uhr schrieb Frauke eine SMS an Chris. Ich komme heute zurück nach Hause, bin in Paderborn, HDGDL. Chris rief sofort Fraukes Mutter Ingrid an und erzählte von der SMS. Fast zeitgleich bekam Fraukes Bruder Frank eine SMS, dass Frauke wieder erreichbar ist. Er hatte natürlich auch oft versucht, sie anzurufen, also rief er sie schnell zurück. Frank, Frauke, was machst du? Wann kommst du nach Hause? Frauke, ich komme heute nach Hause, auch nicht zu spät. Ich bin in Paderborn. Frag nicht, ich komme nach Hause. Frank, wo bist du denn? Frauke, kann ich nicht sagen. Und dann war das Gespräch wieder beendet.
Fraukes Familie und Chris warteten vergeblich, dass Frauke nach Hause kommt. Sie kam nicht. Dieser Anruf wurde später von der Polizei aus dem Industriegebiet Dören in Paderborn lokalisiert. Die Polizei ging immer noch nicht richtig von einer Entführung aus, weil Frauke sich ja immer wieder meldete. Ihrer Familie und Freunden war aber klar, dass etwas ganz und gar nicht stimmte. Frauke würde sich niemals so verhalten, wenn sie etwas sagte, dann machte sie es auch. Am 24. Juni um 14.23 Uhr wurde Chris wieder angerufen. Dieser Anruf kam aus dem Industrie Paderborn Mönkelo. Frauke, ich komme heute nicht zu spät zurück. Komme heute Abend nach Hause. Chris, bist du verletzt? Frauke, nein, ich bin in Paderborn. Ich bin in Paderborn, ich bin in Paderborn. Und wieder war der Anruf beendet. Frauke hatte dreimal "Ich bin in Paderborn" gesagt. Alle fragten sich, was das zu bedeuten hatte. Ob es ein Hinweis war, dass sie in Paderborn festgehalten wurde oder dass sie woanders festgehalten wurde, der Täter aber jetzt zum Zeitpunkt des Telefonats wieder mit ihr in Paderborn ist. Die Polizei fühlte sich mit diesem Anruf wieder bestätigt, dass Frauke sich eventuell nur eine kleine Auszeit gönnte und nicht entführt wurde. Die Beamten nahmen die ganze Sache nicht für voll und Ingrid Glieb sagte auch in einem späteren Interview, dass der zuständige Beamte auf dem Revier nicht sorgfältig gearbeitet hatte und eher genervt war von dem ganzen Geschehen. Als die ersten Handydaten da waren, war Ingrid Liebs auf der Wache und musste miterleben, dass der zuständige Beamte nicht in der Lage war, die Daten zu lesen. Er konnte keinen Schlüssel zum Lesen finden. Ingrid hat ihm noch angeboten, jemanden zu engagieren, der die Daten lesen kann, doch das wurde von dem Polizeibeamten abgelehnt. Nach 2 Stunden hatte der Beamte dann bruchstückhafte Infos über die Sendemasten, wo das Handy eingeloggt war. Bruchstückhaft deshalb, weil der Beamte vergessen hatte, die Daten für die gesamte Zeit zu beantragen. Dazu kommt dann auch noch, dass sie Fraukes PC ohne richterlichen Beschluss mitgenommen haben, aber anstatt sich den PC genauer anzuschauen, haben sie ihn einfach nur in einem Dienstzimmer abgestellt. Am 25. Juni um 22.28 Uhr dann der nächste und somit 4. Anruf bei Chris. Frauke, komme heute nach Hause. Chris, bist du in Gefahr? Frauke, nein. Chris, warum bist du gestern nicht nach Hause gekommen? Frauke, kann ich dir erklären. Chris, wo bist du? Frauke, erkläre ich dir, wenn ich zu Hause bin. Das war's. Dieser Anruf kam wohl vom Berliner Ring in Paderborn. Bevor der nächste Anruf kam, versuchte Ingrid Liebs ein Diktiergerät zu kaufen, um den Anruf dann aufnehmen zu können, doch leider fand sie keins. Fraukes Eltern und ihre Schwester Karen versammelten sich am 27. Juni in Chris' Wohnung, um auf den nächsten Anruf zu warten. Als gegen 23 Uhr noch kein Anruf kam, machten sich Fraukes Eltern auf den Weg nach Hause. Karen allerdings blieb noch bei Chris. Und tatsächlich um 23.25 Uhr klingelte dann Chris' Handy. Der Anruf kam aus dem Industriegebiet Benhauser Feld in Paderborn und war Fraukes letzter Anruf. Hallo Chrissy, mir geht es gut. Wo bist du? Kann ich nicht sagen. Komm doch nach Hause. Nein, das geht nicht. Warum denn nicht? Kann ich dir nicht sagen. Wirst du festgehalten? Ja, nein, nein. Hast du Angst? Nein. Wer ist bei dir? Kann ich dir nicht sagen. Bist du müde? Ja, sehr müde. Weißt du, dass die Polizei nach dir sucht? Ja, ich weiß. Woher weißt du das? Ich bin ja fast eine Woche weg. Warum bist du denn weg? Das weißt du doch, Chris. Nein. Hast du einen anderen Typen kennengelernt? Du weißt doch, dass ich nicht wegen einem anderen Typen eine Woche wegbleibe. Du kennst mich doch. Karen ist bei mir. Wir machen uns alle Sorgen. Sind Mama und Papa auch da? Die waren hier. Sag ihnen, dass ich sie ganz doll liebe. Wann kommst du zurück?
Ich weiß nicht. Warum bist du nicht gekommen, obwohl du gesagt hast, dass du heute zurückkommst? Erkläre ich dir später. Soll ich dich abholen? Nein, das geht nicht. Können wir uns irgendwo treffen? Das geht nicht. Wo bist du? Mama. Wo bist du? Mama. Wo bist du? Mama. Wann meldest du dich? Weiß ich noch nicht. Melde dich doch wenigstens einmal am Tag. Habe ich die anderen Tage doch auch gemacht. Ich war sehr traurig, dass du dich gestern nicht gemeldet hast. Ja, ich weiß, dass du sehr traurig warst. Gib mir Karen bitte. Karen geht ans Telefon. Bitte frag mich nicht aus. Hast du Angst, nach Hause zu kommen? Nein. Wir räumen auch die Wohnung und keiner fragt dich, was passiert ist. Komm doch wieder. Das geht nicht. Ich lebe noch. Bist du mit einer oder mehreren Personen zusammen? Bitte frag mich nicht. Ich würde gerne bei euch sein. Ich würde gerne nach Hause. Chris nimmt wieder das Telefon. Melde dich wenigstens einmal am Tag. Ja, mach ich. Ciao. Bis bald. Chris dachte, dieser Anruf wäre ein Fortschritt gewesen, weil sich zum ersten Mal ein richtiges Gespräch oder so etwas wie ein richtiges Gespräch aufgebaut hatte. Er ahnte nicht, dass es Fraukes letzter Anruf war. Karen hingegen sah überhaupt nichts Positives in dem Anruf. Für sie klang es nach einem Abschied. Sie empfand, dass Fraukes Stimme sehr, sehr müde klang. Warum wiederholte Frauke immer wieder auf die Frage, wo sie ist? Mama, Mama, Mama. Wollte sie damit einen Hinweis auf den Ort geben, wo sie festgehalten wird? Die zuständigen Beamten glaubten immer noch nicht wirklich, dass Frauke entführt wurde, obwohl dieser letzte Anruf ja wirklich sehr, sehr merkwürdig war und Frauke in dem Anruf ja sogar zugab, dass sie festgehalten wird. In dem Telefonat antwortete Frauke ja auf die Frage von Chris, ob sie festgehalten wird, mit Ja, ruderte dann aber ganz schnell zurück und sagte Nein, nein. Als dann kein Anruf mehr kam, geht die Polizei irgendwann davon aus, dass Frauke sich nicht mehr melden durfte, weil sie bei ihrem letzten Anruf wahrscheinlich eine Grenze überschritten hatte, wo sie halt auf die Frage mit Ja geantwortet hatte, ob sie festgehalten wird. Die nächsten Wochen wurde es dann ruhiger um den Fall. Die Polizei hatte einfach keine Ansätze mehr, in welche Richtung sie noch ermitteln konnten. Und Fraukes Familie war natürlich weiterhin total verzweifelt. Ingrid Liebs hat dann sogar noch einen Privatdetektiv engagiert, der sich mit Fraukes Freunden trifft. Sie sind, glaube ich, in die Diskos gegangen, wo Frauke sich öfters aufgehalten hat. Aber auch da keine neuen Erkenntnisse, keine neue Spur. Am 4. Oktober 2006 wurde das, was viele ahnten, zur schrecklichen Realität. Ein Jäger fand eine Frauenleiche in einem Waldstück an einer Straße, etwa 20 Kilometer von Paderborn entfernt. Die Leiche war skelettiert. Aber ihre Kleidung war die, die Frauke anhatte am Tag ihres Verschwindens. Blaue Jeans und ein rotes T-Shirt. Die Polizei untersuchte den Fundort und kam zu dem Schluss, dass es nicht der Tatort war. Frauke musste an einem anderen Ort umgebracht worden sein und dann am Fundort abgelegt worden sein. Der Täter hat sich offensichtlich keine große Mühe gegeben, die Leiche zu verstecken. Sie lag nur etwa 10 Meter von einer Straße entfernt, mit etwas Laub bedeckt in dem Waldgebiet. Dieses Waldgebiet heißt übrigens, Achtung makaber, Totengrund. Die Todesursache war sehr schwierig zu ermitteln. Es wurde keine Gewalt gegen die Knochen angewendet. Es gab keine Hinweise auf Schuss- oder Stichverletzungen. Und da das Zungenbein noch heile war, wurde sie wahrscheinlich auch nicht erdrosselt. Sie wurde mit hoher Wahrscheinlichkeit erstickt, aber ganz genau kann man das bis heute nicht bestätigen. Spuren einer Vergewaltigung gab es nicht. Die Polizei schließt es aber auch nicht ganz aus. Es gab keine Hinweise darauf, dass die Drogen verabreicht wurden, wobei sich K.O.-Tropfen in der Zeit längst abgebaut hätten aus dem Körper. Die Polizei geht davon aus, dass Frauke Liebs am Tag ihres letzten Anrufs oder ein paar Tage später getötet wurde. Bis heute gibt es noch Sachen, die die Polizei sucht und die Frauke gehört haben und die nie wieder aufgetaucht sind. Das ist ihr Handy, ihre Uhr, ihre Handtasche und ihr Portemonnaie. Bei der Leiche fand man eine Halskette mit einem Kreuz.
Erst war unsicher, ob es wirklich Fraukes Kette war, aber es wurden dann ältere Fotos verglichen und auf einem hatte sie auch genau diese Kette getragen. Die Polizei geht davon aus, dass der Täter die fehlenden Sachen als Trophäe behalten hat. An Fraukes Leiche und dem Fundort konnte die Polizei keine DNA-Spuren sichern. Für die Polizei stellten sich sehr viele Fragen. Warum ist der Täter mit Frauke durch die Gegend gefahren? Die Anrufe kamen ja immer aus anderen Gebieten. Vielleicht, um die Polizei auf eine falsche Spur zu locken? Warum hat er Frauke telefonieren lassen? Vielleicht, um zu erreichen, dass die Polizei nicht so stark ermittelt, weil sie davon ausgehen, dass Frauke abgehauen ist. Und so war es ja im Endeffekt auch. Die Polizei hat das Ganze ja nie so wirklich für voll genommen. Vielleicht gehörten diese Anrufe aber auch zu seinem Machtspiel. Er hatte sie so gefügig gemacht, dass er sich seiner Sache sicher war, dass sie nichts Falsches sagen würde. Die Polizei ermittelte in alle Richtungen. Chris stand eine lange Zeit ganz oben auf der Liste der Verdächtigen. Die Polizei vermutete, dass er eventuell mit einem Komplizen zusammengearbeitet hat. Es kam ihnen komisch vor, dass Frauke immer bei Chris anrief und nicht bei ihrer Familie. Chris konnte dann aber ausgeschlossen werden. Fraukes Familie war sich von Anfang an sicher, dass Chris nichts damit zu tun hat. Er hatte genug Alibis. Und dann gab es da ja auch noch Nils, den ich ganz am Anfang erwähnte. Frauke hatte mit ihm SMS geschrieben, als sie mit Isabella in dem Irish Pub war. Nils kam aus Hövelhof, von wo aus ja auch der erste Anruf getätigt wurde. Nils konnte aber auch ausgeschlossen werden, er hatte Alibis. Die Anrufe hätten nicht mit seinen Arbeitszeiten übereingepasst. Die Polizei stand vor dem Nichts. Sie hatten keine Verdächtigen oder auch nur irgendwelche Anhaltspunkte. Es gab dann auch noch verschiedene Theorien, in dessen Richtung die Polizei auch ermittelt hat. Ich werde euch hier nochmal drei Theorien vorstellen, aber letztendlich haben sie auch zu nichts geführt und so ist dieser Fall immer noch nicht abgeschlossen. Aber kommen wir jetzt erstmal zur ersten Theorie, wo ich damals auch dachte, okay, ja, das könnte sein, das hört sich alles so an, als wenn das damit zusammenhängt. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den Fall vom Horrorhaus in Höxter, wo Wilfried und Angelika mehrere Frauen gefangen, gefoltert und getötet haben. Als der Fall 2016 an die Öffentlichkeit kam, gab es auch gleich Stimmen, dass das Mörderpaar auch etwas mit Frauke Liebs Mord zu tun haben könnte. Es gab einige Parallelen. Frauke wurde genau wie die Opfer von Wilfried und Angelika über einen gewissen Zeitraum festgehalten. Die Polizei konnte bei Frauke zwar keine Drogen mehr feststellen, sie gehen aber davon aus, dass Frauke mit Drogen stillgestellt wurde, genau wie es das Mörderpaar aus Höxter bei ihren Opfern gemacht hatte. Wilfried war oft nachts unterwegs, was zu den späten Anrufen bei Chris passen könnte. Wilfried fuhr auch mit seinen Opfern durch die Gegend. Wilfried und Angelika ließen ihre Opfer auch SMS an ihre Familienangehörigen verschicken. Angeblich soll Wilfried in Nieheim eine Scheune angemietet haben. Das konnte aber nie so wirklich bestätigt werden. Er hatte gute Kenntnisse von der Umgebung, kannte sämtliche Wälder und Feldwege. Schade, dass die Polizei das nicht weiter bestätigen konnte wegen dieser Scheune in Nieheim, denn aus Nieheim kam ja auch der erste Anruf von Frauke. Und was ich hier jetzt auch noch sehr seltsam finde irgendwie, es mag aber auch Zufall sein, Wilfried W. war im Jahr 2006 mit seinem Handy in dem Funkmast in der Nähe des Fundortes von Fraukes Leiche eingeloggt. Also ihr seht, es gibt da ein paar Parallelen, aber die Polizei konnte keine eindeutigen Spuren feststellen, dass dieses Mörderpaar aus Höxter etwas mit Frauke Liebs zu tun hat. Sie haben keine DNA-Spuren gefunden, sie haben Wilfrieds Autos untersucht nach DNA-Spuren, aber da war gar nichts. Angelika W. hat dann wohl aus dem Knast heraus noch einen Brief an Ingrid Liebs geschrieben und ihr ihre Hilfe angeboten. Ingrid geht aber davon aus, dass sie diesen Brief wohl aus Langeweile einfach geschrieben hat, weil sie nichts Besseres zu tun hat im Knast. Und so wurden dann die Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Horrorhaus von Höxter eingestellt.
2006 gab es in Paderborn dann noch eine illegale Taxifahrerszene und die Polizei ist auch eine Zeit lang davon ausgegangen, dass Frauke vielleicht in so ein illegales Taxi eingestiegen ist. Vielleicht hatte der Fahrer dann einen Schaden verursacht und dadurch, dass das Ganze, wie gesagt, illegal war, war er dementsprechend ja auch nicht versichert. Eventuell hatte der Fahrer auch einen Unfall, Frauke war verletzt und er hatte Angst vor den Konsequenzen, die ihm nun drohen würden. Vielleicht war es aber auch ein legaler Taxifahrer, vielleicht war Frauke Liebst doch noch in ein Taxi eingestiegen, aber auch da liefen die Ermittlungen ins Nichts. Obwohl am selben Abend, am 20. Juni 2006, eine junge Frau von einem Taxifahrer in Paderborn vergewaltigt worden war. Und so ein Taxi fällt natürlich überhaupt nicht auf, wenn es durch die Gegend fährt. Der Fahrer hätte tagelang mit Frauke unentdeckt durch die Gegend fahren können. Aber auch die Ermittlungen in diese Richtung wurden wieder eingestellt. 2006 waren in Paderborn noch viele britische Soldaten stationiert, die sich natürlich auch oft in diesem Irish Pub aufhielten oder deren Familien auch. Und so wurde halt auch in diese Richtung ermittelt, zusammen mit der britischen Militärpolizei, aber auch da gab es keine Hinweise und so wurde das fallen gelassen, beziehungsweise die Ermittlungen wurden auch in diese Richtung wieder eingestellt. Und so ist der Fall Frauke Liebst bis heute ein Cold Case, ein Fall, der nicht gelöst werden konnte. Und das war's jetzt auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte alles einigermaßen gut rüberbringen. Und wie gesagt, wenn ich Fehler gemacht habe, schreibt es mir gerne. Das war keine Absicht. Ich habe hier mein Bestes gegeben. Ich fand diesen Fall echt ein bisschen schwierig zu recherchieren. Aber mir lag dieser Fall am Herzen. Ich wollte ihn machen. Und deswegen möchte ich euch auch nochmal auf einen Podcast hinweisen von Stern über diesen Fall. Der ist, ich glaube, letzten Winter irgendwann erschienen und der ist großartig gemacht. Also könnt ihr überall hören, da wo es Podcasts gibt. Soll jetzt auch keine Werbung sein oder irgendwas, aber ich finde den richtig, richtig gut gemacht. Kann ich euch ans Herz legen. Ja, Leute, das war's und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder zu einem neuen Fall. Bis dahin, bleibt gesund, habt eine schöne Woche und tschüssi.